Kreis mit Radius R sei ein Zentriwinkel Alpha angegeben. Dieser Zentriwinkel Alpha schließt diesen roten Kreisbogen ein, der als Länge L hat. Dieser Zentriwinkel in Radiant ausgedrückt bedeutet, Alpha in Radiant ausgedrückt ist immer gleich zur Länge des eingeschlossenen Kreisbogens geteilt durch den entsprechenden Radius. Das ist die Definition der Winkeleinheit Radiant. Wenn wir die Bogenlänge auf ein Viertel der Kreislinie setzen, dann muss dieser Zentriwinkel automatisch 90 Grad betragen. Und die Länge vom eingeschlossenen Kreisbogen ist selbstverständlich ein Viertel von der Länge des gesamten Kreisbogens, das heißt vom Kreisumfang. Der Kreisumfang ist aber 2pi r. Und wenn wir 2pi r durch 4 teilen, dann erhalten wir als Länge vom Viertelkreis pi r halbe. Wenn wir jetzt diese Länge pi r halbe noch durch den Radius teilen, so erhalten wir die Öffnung von diesem rechten Winkel in Radiant ausgedrückt, also muss 90 Grad genau Pi halbe Radiant entsprechen. Wenn wir jetzt den Halbkreis nehmen, so, dann hat sich der Winkel verdoppelt und auch diese Bogenlänge hat sich verdoppelt. Also schließen wir daraus, 180 Grad muss also Pi Radiant entsprechen. Das ist die Brücke zwischen Grad und Radiant. Wenn euch diese Matheinformationen gefallen haben, dann könnt ihr dieses Video gerne liken. Und wenn ihr Lust auf mehr Mathe habt, dann könnt ihr gerne auf meinen YouTube-Kanal stöbern und vielleicht auch abonnieren.